So, Freunde, wir sind am Stream und wir gucken uns heute ein neues Köpfchen an. Also ein teilweise neues Köpfchen. Es gab schon die erste Variante, die war ganz interessant. Die zweite hat aber noch ein paar Vorteile mit dabei und wir gucken uns deswegen heute den Avanos Next Level Mini an. 40 Euro kostet der Kopf und hat ein sehr interessantes Feature, das ich euch aber lieber gleich beim Kopfbau zeige. Wir haben eben auch schon einen Kopf geraucht. Bis jetzt sieht die Bowl noch relativ gut aus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum redet ihr über die Bowl? Weil eigentlich habe ich euch das Feature ja noch nicht erklärt. Egal. Wir bauen mal ein Köpfchen und ich zeige euch mal den Kopf. Und dann können wir uns das einmal hier zusammen angucken, weil die Verpackung ist meiner Meinung nach auch schon definitiv ein Highlight. Matt schwarz gehalten und dann in diesem leicht rosé glänzend Avanos Art of Hookah. Außen könnt ihr nicht sehen, ob das ein Mini ist oder ein normaler. Ich schätze, die haben einfach dieselbe Verpackung genommen. Avanos hat gesagt, die zählen eben alle zu der Next Level Generation oder Reihe und von daher haben die auch alle die normale Next Level Verpackung. Ich habe hier nochmal einen mit der Verpackung. Ich habe insgesamt 4 Colorways da, aber ich wollte euch die Verpackung nochmal zeigen. Erstmal haben wir hier einen magnetischen Verschluss. Das mit den Verpackung ist immer so ein Ding. Auf der einen Seite, das sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Das wirkt sehr, sehr hochwertig und ihr werdet es jetzt drinnen auch sehen, schützt natürlich das Produkt, wenn es zu euch kommt, weil schaut euch mal an, wie viel dicker Schaumstoff hier mit drin ist. Und wenn du dir so einen Kopf holst, der 40 Euro kostet, dann ist das natürlich sehr, sehr belastend, wenn der kaputt ankommt. Deswegen ist das sehr gut zu wissen, dass, also weiß ich nicht, wenn DHL das schafft, dann wirklich Props an die, wenn die den kaputt kriegen beim Transport. Aber er kommt auf jeden Fall sehr gut und auch schön verpackt, was auf der einen Seite natürlich ein Vorteil ist. Sieht natürlich gut aus. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, wie viel Verpackung muss sein? Weißt du, also für so ein Ding, was du einmal auspackst und dann safe nie wieder in die Verpackung tust, muss ich wirklich irgendwie 3, 4, 5 Euro mehr zahlen, dass ich so eine coole Verpackung habe? Oder hättest du da nicht auch irgendwie was Günstigeres getan und dafür hätte ich ein bisschen Preis beim Produkt gespart? Aber gut, es ist halt ein Premium-Funnel, muss man schon so sagen. Kommen wir auch gleich nochmal beim Hitzemanagement und Co. drauf zurück. Und so seht ihr jetzt vielleicht, ja, hier sieht man das doch sehr gut. Wenn ihr da jetzt reinguckt, seht ihr, da ist irgendwie nur so ein kleines Loch unten in der Mitte. Und auch wenn wir unten reingucken, sieht das anders aus als bei anderen Köpfen. Wir haben nämlich nur ein kleines Loch da unten über dem Kopfadapter. Und das liegt daran, man könnte sich bei dieser Form hier schon denken, das hat einen sehr guten Grund. Und zwar haben die Avanos-Köpfe das sogenannte Drip Shield eingebaut. Es ist erstaunlich, wie wenig Molasse hier gerade in den Kopf runtertropft und deswegen durch beide Löcher durchkommt. Molasse läuft meistens eher am Rand außen entlang und sammelt sich dann unten im Köpfchen. Das hat den großen Vorteil, dass wenn ihr diesen Kopf hier benutzt auf eurer Pfeife, ihr noch weniger Tabak und Molasse unten in der Bowl habt. Das heißt, gerade für Leute, die auf Kontakt rauchen, wo auch bei einem Funnel sehr oft Molasse und Tabak im Funnelloch landet und somit dann eben auch in eurer Bowl, in eurer Pfeife und die dann dreckig aussieht, das soll dieser Kopf hier zu 80-90% beheben. Und ihr wisst ja, wie das bei mir oft ist. Ich rauche ein Köpfchen, einen normalen Funnel und nach den ersten 5 Zügen sieht das schon aus, als würde ich mehr Loch rauchen. Und das soll mit diesem Kopf hier eben Geschichte sein. So sieht er aus. Ich habe, wie gesagt, 4 verschiedene Colorways. Einen habt ihr eben schon auf meiner Pfeife gesehen. Und das hier sind die 3 anderen, die ich habe. Die hier sind beide glatt und der hier hat aber noch so eine leichte Textur. Also da spürt man auf jeden Fall auch, dass die Glasur ein bisschen anders ist. Also man spürt hier auch so leicht diese Übergänge. Man merkt auf jeden Fall, dass der noch gute Textur hat. Wir gucken uns die auch gleich nochmal auf der Website an. Dann seht ihr auch nochmal die anderen Colorways. Aber so sind die eben. Und wie gesagt, gab es davon schon mal eine Variante. Die war aber deutlich größer und hat deswegen sehr, sehr viel Tabak gefressen. Der hier ist da deutlich angenehmer. Mini ist jetzt vielleicht das falsche Wort für diesen Kopf. Es ist die Mini-Variante vom normalen, aber es ist kein Mini-Depot. Also ich kriege hier immer noch ganz gut meinen Daumen rein. Er ist deutlich flacher und es muss auch weniger Tabak rein, aber dieser Kopf hier nimmt immer noch, ich sag mal, 20 bis 25 Gramm, je nachdem, wie man das braucht. Vielleicht schafft man ihn auch auf Abstand mit 17, 18 Gramm zu rauchen. Bei mir, so wie ich rauche, hatte ich meistens so ungefähr 22 Gramm Tabak hier drin. Das war auch ungefähr das, was beim Sandro im Video rausgekommen ist. So sieht das Ding aus. Das ist das Feature. Drip Shield hat er drin. Ist auch sonst relativ schwer, aber er ist eher bottom heavy. Also dieser Part hier vom Kopf ist relativ schwer und oben würde ich sagen, ist er sogar relativ leicht. Und eigentlich wollen wir immer sehr viel Material. Und da kann ich euch schon mal den größten Zwiespalt von mir anteasern. Dieser Kopf liegt absolut im Premium-Funnel-Bereich mit seinen 40 Euro. Von der Tonqualität und von der Performance her, finde ich, ist er aber unter manchen Köpfen, die auch noch ein wenig günstiger sind. Allerdings hat kein anderer Kopf dieses Feature mit dem Drip Shield. Wie gut das funktioniert, ob die Performance trotzdem ausreichend ist, das klären wir dann später, wenn das Ding läuft. Was auch cool ist, ihr habt bei jedem Kopf noch eine kleine Kopfdichtung dabei. Ich persönlich muss sagen, funktioniert. Ist eine Kopfdichtung, schwarze, Kautschuk-ähnliche Dichtung. Nicht ganz so geil wie die Kautschuk-Dichtung, aber auf jeden Fall besser als diese Full-Silikon-Dinger. Passt. Und dann bauen wir den einmal. Und dann könnt ihr ja auch schon ungefähr abschätzen, wie viel Tabak da dann wirklich rein muss. Achso, für alle, die sich noch die Karte durchlesen wollen, könnt ihr jetzt gerne einmal das Video pausieren. Auf der anderen Seite
Seite steht nichts. Wir können ja hier nochmal Größe von dem Köpfchen angucken. Also wir haben oben eine maximale Breite von 76,76. Das Funnelloch innen hat 15. Die Fläche für den HMD, die hat 68,5. Hier unten ist auch ziemlich genau 68,5. Und beim Onmo ist sogar ein kleines bisschen kleiner, 66,1. Das heißt, der Onmo liegt sogar mit dem Ring schön da drinne. Das merkt man auch, wenn man den aufsitzt. Also du kannst den auf jeden Fall noch ein bisschen hin und her bewegen. Bei dem AO sitzt das absolut press. Können die Höhe nochmal nachmessen. Höhe sind 101,4. So viel zu den Maßen von dem Gerät. Also Depot kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wo ich das gebaut habe in letzter Zeit. Ich finde das Depot cool. Es könnte ein Ticken sparsamer sein, aber von den Proportionen, also im Sinne von wie tief das Ganze ist im Vergleich zu wie breit das Ganze ist, finde ich sehr, sehr gelungen. Von der Größe, von der Breite, von der Tiefe, das ist sehr, sehr angenehm. Und das sollte jetzt auch auf jeden Fall ordentlich Kontakt haben, aber soll ja auch sozusagen ein kleiner Härtetest sein. Wenn man den jetzt auf Abstand raucht und da sowieso wenig Tabak runterfallen würde, dann wäre das Ganze ja auch sehr langweilig. Also die Depotform ist sehr angenehm für den Kopfbau, sehr einfach und sieht auch sehr, sehr schön aus. HMD noch oben drauf und dann ist unser Köpfchen ready. Jetzt können wir auch mal gucken, wie sehr das Ganze noch gesifft hat auf der Kopfdichtung. Also die Kopfdichtung von dem Kopf, was wir eben davor geraucht haben, ist auch noch komplett trocken. Was halt auch noch ein Vorteil ist, also ich kann hier auch mal ganz minimal, haben wir hier unten Molasse drinne. Aber ihr seht, das ist wirklich nicht viel, was dann hier am Zeber hängt. Das heißt, auch noch ein Vorteil von diesem Kopf, man kann ihn danach irgendwo hinstellen. Du kannst ihn von der Dichtung nehmen, ohne dass du hier das Übermolassebad auf deinem Teller hast. Zwei rein und noch eine mit auf Kipp. Der hat Kontakt, aber nicht übertrieben viel. Gucken wir, ob schon was geht. Digga, was für leichter Kontakt. Das ist voll die Attacke. Ja, der AO rastet schon sehr, sehr nice ein. So, ihr seht es, mittlerweile ist das Köpfchen an, raucht auch schon sehr, sehr gut, ist gut heiß, mit zwei Kohlen im Edelstahl HMD, für mich, ich rauche eigentlich immer so normale Hitze, sag ich mal. Und für das Normal Heat Rauchen ist Edelstahl HMD mit zwei Black Coco 26er auf dem Avanos mit etwas Kontakt, gerade die obere Grenze von dem, was ich persönlich noch als gut empfinde. Also der Kopf nimmt auf jeden Fall sehr, sehr gut die Hitze an. Muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber Rauchentwicklung wunderbar, drückt nicht, kratzt nicht, Durchzug auch keine Probleme, also absolut wunderbar. Wir rauchen ihn jetzt noch ein bisschen und dann kommt Fazit. Gucken wir uns noch kurz das hier an, die Website. Versandkostenfrei auf 70 Euro, also da seht ihr mal die ganzen Colorways, die es so vom Mini gibt. Geht noch nicht, aber hoffentlich zu dem Zeitpunkt, wo das Video ankommt, könnt ihr hier auch noch SWG10 eingeben. Dann kriegt ihr noch 10% Rabatt, das sind immerhin 4 Euro, das ist schon fast wieder ein Döner. Könnt ihr euch auch noch ein paar Infos zu durchlesen, wenn ihr möchtet. Vom Saubermachen her, by the way, weil ne, ihr habt ja klar das Strip-Sheet drin, dann könnte man sich ja fragen, wie macht man den sauber? Ist aber super easy. Ich lasse einfach von oben Wasser reinballern oder wenn es gar nicht mehr geht, dann haltet ihr einfach oben und unten zu und schüttelt einfach ein bisschen hin und her. Und dann kriegt ihr den auf jeden Fall sauber. Also von der Reinigung her muss man sich da absolut keine Sorgen machen. Das funktioniert easy. Fazit zum Köpfchen. Ich habe jetzt das nächste Köpfchen mit dem Avanos Next Level Mini geraucht. Ihr seht es auch, meine Bowl ist immer noch sehr sauber. Ein paar Tabakflocken schwimmen drin rum, aber wirklich sehr wenige. Und die Farbe vom Wasser hat sich auf jeden Fall auch nicht verändert. Plus, beim Kopfwechsel haben wir ja schon einen weiteren Vorteil gemacht. Und das ist, wenn man den Kopf hier abnimmt, wir können jetzt auch mal gucken, wie es bei dem hier war. Also minimal haben wir da ein bisschen Molasse dran, aber man kann jetzt auch den Kopf bedenkenlos irgendwo hinstellen. Und wenn ich euch die Dichtung zeige, seht ihr, mit anderen Köpfen wäre das eine komplette Flut an Molasse und mit dem hängt da oben nur ein ganz kleines bisschen an Molasse. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr easy machbar, da könnte man auch direkt einen neuen Kopf drauf hängen. Also das mit der Molassefang funktioniert, nicht zu 100%, aber das haben die ja auch nicht gesagt, dass es zu 100% funktionieren soll. Das ist aber auf jeden Fall gut. Mein Zwiespalt mit dem Kopf ist so ein bisschen. Der ist 10 Euro teurer als ein Popo und performt meiner Meinung nach weniger gut als ein Popo. Aber er hat halt dieses super unique Feature mit dem Drip Shield, also dem eingebauten Molassefang. Und das ist halt wiederum schon was sehr, sehr Geiles. Also wenn ihr euch regelmäßig stört, dass euer Wasser scheiße aussieht nach vielleicht einer halben Stunde Rauchen, dann könnte euch der Avanos auf jeden Fall krass weiterhelfen. Die anderen Vorteile sehe ich eher so als Bonus on top an. Also die Kopfdichtung sifft nicht mit Molasse voll, dein ganzer Kohleteller ist nicht voll mit Molasse, wenn du einmal den Kopf abhebst, du kannst den Kopf auf den Tisch stellen, ohne dass du überall Molasseränder hast, also man kann den gut rauchen und es funktioniert auch gut. Du merkst halt, dass so andere Premium-Köpfe noch ein bisschen geiler performen, aber es ist okay. Aber Drip Shield,
bekommt von mir eine 10 von 10. Der Kopf selbst bekommt von mir eine 6,8. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob eine 6,5 oder eine 7 von der Performance. Also sehr geiler erster Eindruck. Falls ihr Interesse an einem habt, könnt ihr mit Code SWG10 bei Avanos dann noch 10% sparen. Falls ihr noch Fragen oder sonstige Anregungen zum Avanos habt, schreibt das gerne in die Kommentare.